Keine Ahnung, was ich machen soll. Das Spiel verlangt Dinge von mir und ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Hat der eigentlich irgendwas Hilfreiches gesagt auf der Plattform? Hi. Nicht kämpfen, Mann. Ja, danke. Ja, okay, es ist halbwegs Sinnvolles. Wow, das war knapp, ey. Hallo? Hi. Hör doch mal auf mit deinem Kämpfen, Junge. Wie gern würde ich jetzt Steinfilet haben? Steinfilet, ey. Aber wir können euch jetzt wieder zurückgehen, oder? Sollen wir jetzt wirklich wieder zurückgehen? Das kann's doch einfach nicht sein. Also ich weiß auch nicht, ob wir im Wald irgendwo die Melodie des Waldes erlernen können. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil ich wusste nicht wo. Wir waren da ja schon. Haben uns gut umgeguckt, bin ich der Meinung. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was ich machen soll. Aber so richtig null. Weil der eine, der da haben wir jetzt die Tür geöffnet. Vielen Dank dann nochmal an eure Tipps. Also ich selbst habe hier gar nichts geschafft. Das sind alles nur eure Tipps. Was ich jetzt mal mache ist, ich speichere jetzt einfach mal. Und dann weiß ich gar nicht, wie ich hier jetzt ins Hauptmenü komme, ehrlich gesagt. Okay, das funktioniert jetzt nicht. Ich habe mir gedacht, dann laden wir einfach mal neu, weil dann spawnen wir wieder in unserem Häuschen. Weil ich, ey, ganz ehrlich, ich kann jetzt hier noch die ganze Zeit rumlaufen. Aber was bringt's? Leute, ey, ich hab doch keine Ahnung. Kann man hier oben nicht irgendwie neu laden oder so? Reset wäre doch eine Idee. Machen wir doch einfach mal Reset. Ich weiß nicht, wieso die Musik weiterläuft, ehrlich gesagt. Okay. Machen wir mal Reset. Gespeichert ist ja. Das heißt, wir können doch jetzt hier einfach. So, da sind wir wieder. Haben 37 Dingsies. Das passt soweit. So, dann können wir doch hier bestimmt irgendwo rausfinden, was mit der Melodie des Waldes auf sich hat. Salias Haus. Salia war die komische, ne? Die uns die, also die komische, die Link fand die komisch. Ich fand die eigentlich ganz nett. Das war doch die, die uns die Ocarina geschenkt hat, ne? Ich glaube schon. Hast du Probleme? Springen ist langweilig. Ein Rückwärtssalto ist cooler, aber Schießtechnik. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Offenbar nicht, ich rede dich nämlich an. Hä? Ja, okay, ich kann die Technik, ich kann nur nicht dabei mit einem reden. Okay. Aber die Zwillinge werden wahrscheinlich auch keine Melodie für mich haben, oder? Tag. Ja, okay, alles klar. Ungenöle hier. Keine Ahnung, wo ich den her hab, aber ich nehme ihn. Hey. Ich bräuchte nur eine Melodie, Leute. War gut. Warum sieht die eigentlich alle gleich aus? Also es sind nicht nur Zwillinge, es sind glaube ich Tausendlinge oder so. Was war hier nochmal? Mido, Anführer der Kokiri. War es nicht der Arsch? Natürlich bist du der Arsch.
Falls du Salia suchst, siehst du in den verlorenen Wäldern. Der Eingang, der ist irgendwo hier im Dorf. Sicher, bla bla bla, aber ja, was soll's, hau ab. Natürlich war der Arsch. Dann lass uns mal in die verlorenen Wälder gehen. Vielleicht finden wir da ja Salia und vielleicht hat die ja eine Melodie für uns. Maybe. Ich meine, die hat uns die Ocarina gegeben. Also könnt ihr auch eine Melodie haben. Wenn wer Ocarina gibt, der muss auch Melodie haben. Sage ich jetzt einfach mal so. Ob das so stimmt? Naja, wir werden sehen. Warum ist die Musik so komisch? Warum ist die Musik... Hört ihr das auch so seltsam? Geh doch mal raus. Das ist mir zu gruselig, ey. Warum ist die Melodie so im Hintergrund so leise? Aha, da kommt sie wieder. Cool. Oder ist das Absicht? Das ist Absicht, ne? Ui. Oh, willkommen, ich hab dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen. Fritte, hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du eine heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal wiederholen? Ja, unbedingt. Oh, dann beweise ein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlass dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Aha, es ist also doch Absicht. Ich dachte gerade, das Spiel hätte einen Bug, ehrlich gesagt. Aber dann ist er wirklich absichtlich. So, Prost. Ah. Hey, Jason, ob Salia... Dumme Kuh, ey. Okay, hier ist definitiv am lautesten. Okay, also es ist noch kein Bug, sondern es ist ein lustiges Spielchen. Man muss gucken, wo die Musik am lautesten ist. Und da scheint es dann weiterzugehen. Die Frage ist nur, wohin. Definitiv hier lang. Waldlichtung. Aha, das ist neu. Wow, wer bist du denn? Wer bist denn du? Erstmal derbe verstecken. Boah, der macht das gleiche, der Sack. Wo ist er? Da ist er. Ja. Es wäre cool, wenn ich den anvisieren könnte, ne? Ein bissiger Wolfsheimer. Lass ihn herankommen, achte auf seine Bewegungen und schlage ihn, wenn er unvorsichtig wird. Aha. Boah, wenn ich den halt anvisieren könnte, Mann! Oh, ich habe ihn getroffen. Jetzt kann ich ihn auch anvisieren, wenigstens. Nice. Nice. Und wir kriegen den Dekunus dafür. Naja, immerhin. Ist hier noch irgendwas drin? Tatsache. Nice. Also wir mussten wirklich hier hin, Leute. Merkt ihr was? Oh, ich habe was hinbekommen in meinem Leben. Was ist das für ein Sound? Du bist das. Gegen den kann man sich aber nicht mit dem Schild schützen. Ein verrückter Laubkerl. Versuchst du, kommst du zu nahe, verschwindet er im Laub. Setze deine Ausrüstung sinnvoll ein. Ah, okay, wahrscheinlich sollte ich das eigentlich mit der Steinschleuder machen, aber ich glaube die einfach. Ich habe
keine Herzen mehr, Mann. Weißt du, wieso hier so komische Wasserbecken sind, ehrlich gesagt? Ich habe ein Problem. Okay, jetzt hat sich mal einer von denen im Laub versteckt. Haben wir es auch mal gesehen. Ein Herz wäre mal geil. Ne, warte, wir sind hier noch nicht fertig. Hallo? Ah, jetzt. Okay, gibt es hier noch irgendwelche Herzen oder so? Cool. Es sei also so und so viel Uhr. Nice. Okay, aber ich habe gehört, man soll ja nicht nur schlagen. Das bringt offenbar nichts. Huch! Link! Was bringt das? Offenbar nichts. Sehr cool. Also, sie hat reagiert, aber halt nichts getan. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Da ist ein Loch? Okay. Feenbrunnen? Boah, es ist ja gar nicht nervig, dieser Sound, Mann. Hallo, ich bin mal vorsichtig, weil in Breath of the Wild und so musste man auch mal vorsichtig sein mit Feen. Ja, was kann ich jetzt hier machen? Heilen zum Beispiel. Okay. Habe ich die jetzt im Inventar? Nee, ne? Kann ich die mit einer Flasche sammeln? Das wäre doch lustig. Oh, es geht sogar wirklich. Du besitzt jetzt eine Fee. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf bla 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 platzieren. Diese kleine Fee wird dich wiederbeleben, wenn du keine Energie mehr hast. Hast du sie auf C platziert, kannst du ihre Hilfe jederzeit in Anspruch nehmen. Krass. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass es geht, ehrlich gesagt. Aber gut zu wissen. Und wir sind geheilt. Also es hat sich gelohnt, hier mal reinzuschauen. In den Feebrunnen. Coole Sache. Echt coole Sache. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier noch langkommen. Ne, warte mal, wie haben wir die besiegt? Wir haben doch schon mal so einen bekämpft. Naja, so geht's auch. Unorthodox ist meine, ne? Meine Methode. Wo sind wir denn jetzt hier angelangt? Hey, da ist sie doch. Da ist doch Salia, ne? Salia müsste das sein. Spielst du hier gerade diese mehrstimmige Melodie? Ich habe auf dich gewartet, Fritte. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort, nicht Liebesort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina, kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen. Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Na klar doch. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Salias Lied. Das ist Salias Lied. Aha. Unten rechts links. Okay. Du.
Genau, wenn man diese 6 Töne richtig gemacht hat, dann kann man nämlich den Rest auch automatisch, müsst ihr wissen. Wie wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es. Willst du meine Stimme hören?